Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge meiner Preview-Reihe hier, erste Bundesliga. Und wir haben Freiburg gegen Leverkusen. In der Tabelle sehen wir, Leverkusen ist Dritter und 18. ist Freiburg. Somit ist ganz klar natürlich hier Leverkusen Favorit. Allerdings im Fußball gibt es alles. Und das haben wir hier auch an diesem Spieltag schon gesehen in den Previews. Ich sag nur Stuttgart. Und da sehen wir es auch. Also schlechteste Abwehr hat Bremen, Stuttgart und Freiburg zusammen alle 49 Gegentore kassiert. Ja, und deswegen stehen auch diese Vereine relativ weit hinten drin. Beziehungsweise ganz hinten drin mit der roten Laterne, wie die Freiburger. Ich werde mit Freiburg spielen. Und habe Schwolo ins Tor gesetzt. Davor Günther, Süncü, Schuster, Kempf und Stenzel. Zwei im Mittelfeld mit Franz und Höfler. Und Dreier Sturm mit Terrazino, Niederlechner und Haberer. Da weiß man natürlich ganz genau, dass Petersen noch auf der Bank sitzt und jederzeit reinkommen kann. Und vielleicht noch ein Tor schießen kann. So, Leverkusen tritt so an, dass Leno ein Tor ist. Davor Wendel, Getwey, Tah und Henrichs. Im Mittelfeld Brandt, Arangis, Kor und Bellarabi. Und im Sturm, natürlich wer sonst, Alario und Kevin Volland. Beide sind sehr gut drauf. Und Kiesling ist auch noch auf der Ersatzbank. Wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und jetzt viel Spaß hier mit den Highlights. Leverkusen hat angestoßen. Die Partie läuft. Leverkusen spielt von rechts nach links in komplett weißen Trikots. Und es kann ein schönes Spiel werden, denn wir sehen ja auch, das Wetter passt perfekt. Und Leverkusen mit, kommt mit Bellarabi jetzt mal. Bellarabi hat immer noch den Ball, aber Soyuncu geht mal richtig kräftig rein. Dafür könnte er in der 9. Minute schon gelb sehen. Und es ist auch die gelbe Karte. Sehr, sehr, sehr früh hier, also schon verwarnt. Aber das geht auch komplett in Ordnung. Und wir sehen einen Freistoß von Leverkusen. Angis auf Volland an die Latte. Und Alario nochmal an die Latte. Ne, Kor war's. Da ist Alario. Aber jetzt ist es aus. Und was hat denn der Leverkusen wieder für ein Pech? Kor hier mit dem zweiten Lattentreffer. Da sehen wir es nochmal. Bam. Aber Volland vorher auch schon an die Latte beim Freistoß. Sehr, sehr stark. So, aber jetzt mal Freiburg. Kämpft mit dem Kopfball nach einer Ecke. 14. Minute. War auch knapp. Aber hat nicht gereicht. Und somit bleibt es hier beim 0:0. Aber beide Mannschaften wollen, wie wir sehen. Und da ist wieder Freiburg. Aber es gibt einen Foul. Bellarabi hat hier Franz gefoult und er bekommt auch schon in der 80. Minute die gelbe Karte. Ja, was soll man dazu noch sagen? Manche Spieler können es halt nicht lassen, im Mittelfeld zu faulen und somit gibt es dann diese Situation, aber da ist wieder Bellarabi. Wir sind schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Bellarabi setzt sich super durch, Bellarabi, 1:0, da macht er ein Solo. Hat sich gesagt, ah komm, es wird auch so sonst nichts. Deswegen, ich mach's mal selber. Und es hat geklappt. Und der Ball ging rein. Und es steht 1:0 für den Favoriten. Ganz bitter natürlich für Freiburg, jetzt kurz vor der Pause dieses Tor zu kassieren. Aber Schwolo kann ja auch nichts machen. Und somit sehen wir hier das 5. Saisontor von Bellarabi. Und jetzt warten wir eigentlich nur noch auf einen Halbzeitpfiff, würde ich mal sagen. Da kommt aber allerdings nochmal Freiburg mit Terrazino. Aber Leno hat den Ball ganz sicher. Und jetzt ist abgepfiffen worden. Erste Halbzeit ist vorbei. War nicht viel los.
Leverkusen trotzdem dominant, somit auch die Führung für mich, finde ich, ist verdient. Und die Statistiken werden das, denke ich mal, auch zeigen. Da kommen sie, ja, klare Sache, nur Ballbesitz ist mehr bei Freiburg, sonst ist alles Leverkusen-Seite. Und deswegen, wie gesagt, geht die Führung auch in Ordnung. Mal sehen, wie die zweite Halbzeit hier läuft, ob Freiburg sich da nochmal irgendwie befreien kann aus dieser Situation. Aber wie es aussieht, nicht. Denn Bellarabi kommt mal wieder. In der 48. Minute. Bellarabi. Aber Arangis schießt daneben. Da brauchte Schwolo noch nicht mal eingreifen. Und jetzt kommt mal Freiburg. In der 52. Minute. Niederlechner, Niederlechner, Niederlechner. Aber Leno ist da. Terrazino kriegt ja noch den Ball. Nein, kriegt er nicht mehr. Und somit ist Leverkusen mal wieder am Ball mit Bellarabi. Der macht ein sehr, sehr starkes Spiel. Volland, Alario, Alario, Alario. Alario wieder an die Latte. Und jetzt hat ein Schwolo. Dreimal Lattentreffer durch Leverkusen. Heftig. Da ist wieder Volland. Der wird gelegt von Soyuncu. Aber. Oh, Missverständnis. Volland, Volland. Volland, Volland, 59. Minute, 2-0, Spiel müsste somit entschieden sein und Freiburg kann hier keinen Punkt holen. Sogar mit rechts macht er ihn jetzt rein. Da sehen wir es nochmal. Und er macht schon sein 16. Saisontor im 21. Spiel. Das ist doch nur stark. Havertz kommt für Bellarabi, der ein super, super Spiel gemacht hat. In der 65. Minute. Und Havertz kommt für Höfler bei Freiburg. Und Freiburg kommt mal mit Haberer. Komplett frei. Haberer. Unten ist Terrazino, Terrazino. Haberer, Haberer. Oh, drüber. 67. Minute. Das hätte das 1-2 sein müssen. 2 gegen 1. Und der eine von Leverkusen war Leno. Mensch, Mensch, Mensch. Sie kriegen sich hin. Abraschi kommt für Stenzel. Positionsgetreuer Wechsel. Bei Freiburg. Aber bitter, bitter, bitter. Und Leverkusen wechselt auch nochmal. Bailey kommt für Brandt. Von Brandt nichts zu sehen. Bailey macht's. Jetzt hier vielleicht nochmal richtig Wirbel in der 74. Minute um Baumgartlinger. Kommt für Chor. Der letzte Wechsel bei Leverkusen. Und da kommt Niederlechner. Niederlechner. Da ist Franz. Franz schießt. An den Pfosten auch. Jetzt hat Freiburg auch noch das Pech. Eieiei. Bitter, bitter. Ja, 83. Minute hier. Nochmal der Anschlusstreffer, das wäre es doch gewesen. Bei Freiburg wird es nochmal offensiver. Kleindienst kommt für Franz rein. Aber viel zu spät, 89. Minute. Wir sind ja schon in der Nachspielzeit. Da ist Haber, da kommt Abraschi. Abraschi! Nachspielzeit, das wäre es nochmal gewesen beim Anschlusstreffer. Aber es soll, wie es aussieht, nicht sein. Und somit macht hier Leverkusen wahrscheinlich mal wieder ein Spiel zu Null. Freiburg nochmal, Haberer. Haberer, aber jetzt. Oh doch. Ah, aber da war keiner mehr. Und somit kann hier Havertz den Ball klären. Es gibt Pfiffe. Selbstverständlich. Denn Freiburg war heute überhaupt nicht gut drauf hier. Sie hätten es irgendwie gewinnen können. Aber dann hätten sie niemals solche Fehler machen dürfen. Freiburg unterlegt Leverkusen mit 2-0 und hat hinten Probleme, echt vom Fleck zu kommen, die rote Laterne doch noch vielleicht abzugeben und den Relegationsplatz zu erreichen. Wieder ein Spiel verloren durch Bellarabi und Volland.
Ich bin gespannt, wie es jetzt in der Tabelle aussieht, ob jetzt Leverkusen auch Gladbach rüberholen kann. Aber wir gucken jetzt erstmal die Statistiken an und die sehen so aus, dass ja, es komplett verdient ist, dass hier Leverkusen gewonnen hat. Von Statistiken, alles spricht für sie. Und nee, es fehlen immer noch 3 Punkte zwischen Leverkusen und Gladbach. Und bei unten fehlen 7 Punkte schon Freiburg auf den vorletzten Hannover. Und der spielt noch gegen Hamburg hier in der Preview. Also das ist echt besser. So, das war die Preview hier auf meinem Kanal. Wie geht's denn echt aus? In echt geht's, ich sag mal 2-1 für Freiburg aus, denn sie sind zurzeit sehr, sehr stark. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es auch gerne mal in den Kommentar. Und dann bedanke ich mich schon fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Außerdem noch ein Abo. Ja, und dann sehen wir uns schon in der nächsten Preview wieder. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüssikowski.